So, herzlich willkommen zu unserem neuen Wetter-M-Guide-Video zum Endboss von Gendertiefen. Wir schauen uns heute halt mal die Mechaniken an und wie man den hier spielt. Nachdem ich die Auto verkackt habe, werden wir das jetzt halt auf den Bosskampf mit drauf sprechen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das euch so lieber ist und dann besser zu verstehen ist, als wenn ich das vorher die ganze Zeit so aufsage wie so ein Roman und wenn wir uns dann erst den Bosskampf anschauen. Ansonsten halt viel Spaß beim Zuschauen. Wir machen jetzt erstmal hier die Adwelle weg und dann sehen wir uns in den Bossphasen. So, wir sind in der ersten Phase vom Boss. Das sind auch die normalen Phasen, die Kugelphasen. Da gibt es mehr Sachen zu beachten. Zum einen für den Tank diesen Kegel hier zu dodgen. Das ist ganz wichtig, weil der wird auch neben sich dann irgendwann Kopien erzeugen, die auch in die Richtung vom Tank blicken, wenn möglich. Also im besten Fall, wenn der Tank ihn nicht zu sehr dreht und wenn ihr mehrere Kegel abbekommt, das könnt ihr irgendwann im Block nicht mehr stehen. Also das müsst ihr wirklich dodgen. Ansonsten wirklich die leichten Angriffe und die Knochenschädel, die auf einen Tank schießt, möglichst blocken oder dodgen, weil die auch massivst Schaden machen. Ansonsten gibt es hier diese Seelenspalten, dass zwei Spieler so golden leuchten, die müssen dann ihre Seele suchen gehen. Und wenn sie das dann rechtzeitig schaffen, dann sterben sie an einem Bot. Und der, wo halt seine Seele beim Tank hat, der sollte halt aufpassen, dass er den Kegel nicht abbekommt oder was anderes vom Boss in der Phase. Da ein bisschen mit dem Tank kommunizieren. Ansonsten schweben hier diese Seeorbs runter. Die sind ganz wichtig, dass ihr die hochschießt. Die ticken in so 10 Sekunden Takt runter. Wenn die halt den Boden berühren, dann seid ihr tot. Also das ist nicht zu überstehen. Und das sind am Anfang halt zwei Orbs und dann kommen vier. Das ist die wichtigste Mechanik in dem ganzen Bosskampf, die müsst ihr halt sauber durchspielen. Ansonsten macht ihr hier diese Furcht, da einfach vom Boss wegdrehen. Das kann der Tank ansagen oder das Addon zeigt es euch an. Weil wenn ihr halt geführt werdet, kann es passieren, dass euch ein Schlag von dem Boss trifft oder ein Flächenschaden. Oder für den Tank am schlimmsten Fall der Kegel hier und dann ist der halt tot. Das soll er mal möglichst vermeiden. Was ansonsten noch dazu kommt, ist halt hier dieser Klassendiebstahl. Also die Klassen, die ihr mitbringt, werden quasi den Boss beeinflussen und ihm Fähigkeiten geben. Beim Zauber sind so Blitzflächen am Boden und beim Templer sind es halt so solare Gefängnisse hier, die ihr hinschmeißt als Fläche oder so ein großer Heilkreis, den er castet. Da müsst man ihn am besten rausziehen, weil es ihn massiv hochheilt und es auch Zeit kostet. Da müsst ihr noch länger die Kugeln spielen, was ohnehin schon mies ist als Mechanik. Deshalb möglichst vermeiden, dass er da drin stehen bleibt. Und was die anderen Klassen machen, das packe ich nochmal in die Videobeschreibung. Das sieht man jetzt hier halt nicht, weil wir die anderen Klassen quasi nicht dabei haben. So, habt ihr den Boss auf 75% gebracht, wird er sich in vier Kopien aufteilen. Dann wird in dieser Phase das Seelenspalten und der Kegel auf den Tank wegfallen. Der Tank hat dann quasi etwas Ruhe, kann sauber die Kugeln spielen, mehr darauf achten. Ganz wichtig ist, dass er halt die Kopien mit unterbricht. Jeder sollte an seiner Kopie stehen und die schon unterbrechen. Und die DD sollten dann schauen, dass sie zusammen auf eine Kopie gehen, dass die schneller weggehen, weil so weniger Kopien da ist, so weniger Schaden kommt rein und weniger Sperrfeuer. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr es halt lebend durch diese Phase kommt. Und falls ein DD umfallen sollte, schaut ihr halt, dass ihr den vor der letzten Kopie, bevor ihr die wegmacht, sauber rest, weil in der Phase wird auch kein Grabstein erzeugt, wenn der tot ist und Skelette beschworen. Also da habt ihr wirklich nochmal Ruhe, den Zauber für die nächste Phase aufzustellen dann. So, wenn die vier Kopien das Zeitliche gesegnet haben, dann seid ihr wieder in der Kugelphase. Ist eigentlich alles wie gehabt. Also ihr habt diesen Kegel auf den Tank, ihr habt den vier, wo ihr euch wegdrehen müsst. Ihr habt die Kugeln sauber runter zu spielen, dass die wieder hochgeschossen werden. Ihr habt den Klassendiebstahl vom Boss. Da halt wirklich aufpassen, wenn ihr jetzt hier auch die Heilfläche vom Templar setzt, den sauber rauszuziehen. Und wenn ihr gerade nicht in der Position seid, wo ihr sonst beide Kugeln schießt, als Tank, halt den DDs oder den Heiler wirklich ansagen: Du, pass auf, spiel da rechts meine Kugel, bis ich die Fläche da nicht mehr habe und den Boss da wieder hinziehen kann. Wenn ihr gerade nicht hinkommt, von der Reichweite her. Da ein bisschen halt kommunizieren, ruhig spielen und dann sauber stehen, bis die nächste Phase beginnt.
So, bei 50% wird er die Schattenphase machen. Da wird er euch quasi eine Spiegelversion von diesem Raum porten. Und da könnt ihr diese leuchtenden Geister einsammeln. Wenn ihr die nicht einsammelt, dann bekommt ihr so einen Schaden vom Boss, der euch dann irgendwann umbringen wird. Also da wirklich schön konsequent laufen. Und wenn ihr die eingesammelt habt, teilen die euch und werden auch euch ein wenig schneller machen. Und dann könnt ihr schön nebenbei diese schwarzen Geister, die Richtung Mitte gehen, kaputt schießen. Hat den Hintergrund, dass sie quasi die Stärke erhöhen von dem Etwas, er dann in der nächsten Phase mit rein beschwört. Also die schön konsequent wegmachen, während ihr die Geister einsammelt. Und dann, wenn die Phase vorbei ist, dann werdet ihr wieder in den normalen Raum zurückgeportet. Und die nächste Kugelphase beginnt dann gleich quasi. So, wenn ihr aus dem Schattenreich zurückgekehrt seid, wird die dritte Kugelphase beginnen, sage ich mal. Die unterscheidet sich nur insofern, dass wirklich dieser Fleischkoloss hier noch dazukommt, diese Fleischabscheulichkeit. Die sollte der Tank möglichst halt sauber mit dem Boss zusammenhalten und stacken, dass der Koloss sauber mit runtergeht. Ansonsten musste er halt ein bisschen standfest sein, weil es kann halt sein, dass nochmal Seele kommt, definitiv, bevor der Koloss fällt. Und dann müsst ihr den halt mal halten und stehen, bis der down ist, bis sie sauber halt ihre Kugeln hinten gespielt haben und ihr Seele eingesammelt haben, bevor halt dieser Koloss von euch weg ist. Der macht aber auch nicht sonderlich viel Schaden. Die Fläche, die ihr am Boden hinterlässt, die könnt ihr auch stehen, also im Block. Da ist wirklich dieser Kegel vom Boss das Einzige, was ihr wirklich dodgen müsst hier. Ansonsten halt trotzdem schauen, dass ihr links und rechts die Kugeln von euch schießt. Dass es natürlich zu langweilig wird da in der Phase, wenn die anderen Seele haben. Und wenn der Koloss dann sauber weg ist, dann ist eigentlich alles wie gehabt. Also wirklich sauber die Kugeln spielen. Die kommen jetzt hier wieder. Ihr habt dann quasi so eine kurze Pause, bis der Koloss dann noch da ist. Und dann halt wieder das sauber spielen. Er wird wieder diese Klassenfähigkeiten casten. Ansonsten wird alles wie gehabt bleiben. Sauber runterspielen auf 25%. Und dann wird halt die zweite Kopiephase, also auch die letzte Kopiephase für den Bosskampf beginnen. So, bei 25% wird er sich halt wieder in diese Kopien aufteilen. Dasselbe Spiel wie vorher. Er wird wieder diesen Klassendiebstahl machen, sauber die Kugeln schießen, falls da was runterkommt, dass da nicht nochmal was durchgeht. Und dann ansonsten halt sauber wieder das Sperrfeuer unterbrechen, aus den Flächen raus, die er da castet. Und falls halt jemand stirbt, den nochmal ressen, bis vor die Endphase beginnt, vor der letzten Kopie. Und wirklich ruhig bleiben, sauber spielen, weil das die letzte Phase ist. Also die Kopiephase wird er dann nicht nochmal machen. Also das ist quasi die letzte Hürde. Und am Schluss müsst ihr den dann nur noch sauber runterspielen.
bedanke ich mich hier an dieser Stelle nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen, den Guide anzuschauen. Und nochmal ein großes Danke an alle, die mitgelaufen sind von uns hier. Ohne die wäre es auf jeden Fall nicht möglich gewesen und dass sie mich als Tank ausgehalten haben. So, dann sage ich an dieser Stelle mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Guide hat euch geholfen, euren Abschluss hier zu holen. Ein ganz, ganz fettes Dankeschön an Petra, Patrick und Ralf, die mitgelaufen sind. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Und danke, dass ihr mich als Tank getragen habt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.